Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch den Afterpatch für den Giftcast to Friends Glitch zeigen, da ja Rockstar Games letzter Zeit wirklich sehr viele Glitches patcht. Ja, dafür braucht ihr einfach nur eine Firmengarage. Zusätzlich noch eine Nachtclub-Garage B2. Ist wirklich ganz wichtig, dass ihr die Nachtclub-Garage B2 benutzt. Dort drin sollte sich ja mindestens ein Auto befinden. Ja, ebenso braucht ihr halt eine MOC, einen Bunker. In der MOC braucht ihr auf der dritten Position das Lager für ein persönliches Fahrzeug. Und ja, zusätzlich braucht ihr noch einen Freund. Der Freund sollte sich dann in eure Sitzung sich befinden. Und ja, sollte dann zuerst sich in sein Apartment reinbegeben. Wenn er in seinem Apartment drin ist, dann sollte er sich dann einmal in den Job für einen Titan reinbegeben. Und ja, wenn ihr das alles habt, dann können wir eigentlich schon losstarten. Als nächstes öffnet einfach mal das Interaktionsmenü, geht auf Markierung ausblenden und dann geht ihr auf Jobs, dann geht ihr auf eigene, so dass ihr halt alle Jobs angezeigt kriegt auf der Map. Und ja, dann können wir jetzt auch schon direkt losstarten. Wir laufen einfach in unsere Firmengarage rein. Welche Firmengarage, das ist wirklich völlig egal. Ich nehme in meinem Fall einfach die Firmengarage 1. So, sind wir in der Firmengarage angekommen, dann laufen wir einfach zu unserem Fahrstuhl, drücken auf Büro, sofort Options und dann müsst ihr sofort einen Job da in der Nähe beitreten, mit Viereck beitreten, X bestätigen. Ist halt so ein kleiner Timing-Part. Ist aber eigentlich nichts Schwieriges. So, wenn ihr im Job drin seid, dann einfach mit Kreis wieder verlassen und X bestätigen. Okay, seid ihr jetzt vor eurem Büro gespawnt, so wie ich jetzt, also gefreezed, das ist auf jeden Fall perfekt. Ja, kommt jetzt euer Freund als nächstes im Spiel, dafür geht ihr einfach auf Online, dann geht ihr auf Spieler und nun müsst ihr eurem Freund beitreten, der sich in einem Job für einen Titan befindet. Und ja, wenn ihr jetzt in dieser Meldung seid, sagt ihr eurem Freund einfach Bescheid, dann verlässt euer Freund diesen Job. Wenn er den Job verlassen hat, muss er euch dann einmal Bescheid sagen. Ist er dann rausgegangen, dann könnt ihr einfach mit X bestätigen. Nimm diese Meldung dann nochmal an. Und damit hat der erste Part auf jeden Fall auch schon mal geklappt. Nun müsst ihr in euer Auto einsteigen. Und dann begibt ihr euch einmal zu eurer Nachtclub-Garage B2. So, an der Nachtclub-Garage B2 müsst ihr nichts anderes machen als einfach nur einzusteigen und ihr seht, ihr habt da einen flackernden Hintergrund. Als nächstes müsst ihr einfach nur Dreieck drücken, um auszusteigen. Und ja, das hat auf jeden Fall schon mal sehr gut geklappt. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Als nächstes muss uns euer Freund in sein Apartment einladen. Nehmt diese Einladung einmal an. So, seid ihr dann im Apartment angekommen, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder euer Charakter kommt blinkend rein, dann heißt es auf jeden Fall schon mal, dass es geklappt hat. Oder er kommt einfach ganz normal rein, so wie es bei mir gerade der Fall war. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Tun wir dann einfach das Apartment wieder verlassen. Und wenn wir jetzt draußen ankommen, müssten wir dann blinken, so wie es jetzt bei mir der Fall ist. Und ja, das heißt auf jeden Fall, dass wir jetzt verglitscht sind. Und ja, als nächstes begeben wir uns dann einfach zum Nullpunkt und machen dann wie gewohnt den Giftcast to Friends Glitch. So, seid ihr dann beim altbekannten Nullpunkt angekommen, dann fordert euch einfach eure MOC an und einfach ein Auto, was ihr nicht mehr benötigt. Wenn ihr kein Auto habt, was ihr nicht mehr benötigt, ja, dann holt euch einfach ein LEG. Ein LEG ist immerhin wieder kostenlos. Und ja, euer Freund sollte dann jetzt entweder in die Franklin-Meldung gehen oder einfach das Touchpad öffnen und dann auf euren Freund halt drauf gehen und halt irgendeine Nachricht halt dann in die Nachrichten halt reingehen. Das geht natürlich auch. So, hat er das gemacht,
dann fahrt einfach hinter eure MOC. Drückt ihr auf rechts, also Steuerkreuz rechts, um alleine einzutreten. Fahrzeugmeldung voll nehmen wir an. Dann warten wir, bis unser Beifahrer ausgestiegen ist. Dann fahren wir ein paar Meter nach hinten. Steigen aus, so dass der blaue Kreis hinter dem MOC wieder erscheint, wenn wir aussteigen. Dann gehen wir so für 4 bis 5 Sekunden einmal in die Franklin-Meldung rein. Gehen dann aus der Meldung wieder raus. Laufen einmal so hinter unsere MOC, alleine eintreten. Und nun müssen wir in diesem Blackscreen noch einmal in die Franklin-Meldung reingehen. Lehnen diese Meldung dann wieder ab. Dann buggen wir einmal durch die Map und müssten dann unsichtbar auf der Map spawnen. Und dann laufen wir jetzt als nächstes einfach zu dem Auto hin, was wir uns ziehen möchten. Steigen ein. Und so haben wir uns schon mal das erste Auto gezogen. Und ja, Leute, wenn ihr euch jetzt das nächste Auto ziehen wollt, dann ja, fordert euch einfach wieder ein Auto an, was ihr nicht mehr benötigt. Euer Freund holt sich einfach das Auto, was ihr von ihm ziehen wollt. Und dann wiederholt ihr einfach die gleichen Schritte wie gehabt. Und ja, wenn ihr euch dann entglitschen wollt, dann fahrt einfach zur Casino Penthouse Garage. Geht einmal in die Penthouse Garage rein und wieder raus und schon seid ihr entglitscht. Und ja, ich weiß, der Gift Castle Friends, der ist ein bisschen, dauert ein bisschen länger und ist halt, ja, nicht so einfach. Aber es ist halt echt im Moment die einfachste Methode. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat, Leute. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.